Vor dem amerikanischen Militärgerichtshof in Nürnberg wurde der Prozess gegen den ehemaligen Generalfeldmarschall und Generalinspekteur der Luftwaffe Erhard Milch abgeschlossen. Das Gericht erkannte den Angeklagten für schuldig, maßgeblich an der Verschleppung und Zwangsarbeit der Zivilbevölkerung vieler Länder beteiligt gewesen zu sein. Auch die Verwendung von Kriegsgefangenen im Dienste der Verteidigung Deutschlands geschah mit Wissen und Billigung von Milch. Bei seiner Verteidigung hatte Milch sich bemüht, den Nachweis zu erbringen, dass er versucht habe, sich von Hitler und seinem Kreis zu distanzieren. Die Anklagevertretung konnte jedoch beweisen, dass Milch nichts unternommen hatte, die ihm bekannten Zustände abzustellen. Das Urteil lautete auf lebenslängliches Gefängnis. It is the sentence of this tribunal that the defendant Erhard Milch be confined to the Rebdorf prison for the remainder of his natural life. Als mitschuldig an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat Erhard Milch die fundamentalen Grundsätze der Genfer und Haager Konvention missachtet.